Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey. Jo, wir wollten hier mal eben gucken, wo es weitergeht. Wir wollten uns auf jeden Fall den Kultisten hier holen. Es gibt aber noch ein paar Nebenaufgaben, die wir noch machen können, müssen, wollen, sollten. Warte. Ich will den anderen da hinten nicht mehr verfolgen. So. Oh, entschuldige. Wo ist der? Ah ja. Man kann ja auch wie ein zivilisierter Mensch den Eingang nehmen. Ich könnte helfen. Was gibt es für ein Problem? Es gibt ernsthafte Unruhen in Kydonia, Söldner. Die Wachen und die Händler gehen sich an die Kehle. Die Wachen sollen den Einheimischen dienen. Was hat sie so aufgebracht? Steuern. Die Händler weigern sich, die erhöhten Steuern zu zahlen und die Wachen treiben sie zu übereifrig ein. Befehlshaber Diokles ist mehr Räuber als Wachmann. Der Aufruhr ist schlecht fürs Geschäft. Bitte beruhige ein paar der Unruheherde um Kydonia. Ein machtgieriger Befehlshaber, zivile Unruhen, das klingt nach viel Arbeit. Die äußerst großzügig belohnt. Ich habe Edelsteine, die jemandem wie dir sicher gefallen würden. Da bin ich sicher. Wenn das so ist, helfe ich gern. Gut. Es gibt Spannungen im Umfeld der Agora, am östlichen Markt und im Hafen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Soll ich alle nötigen Mittel einsetzen, um für Ruhe zu sorgen? Das ist typisch Söldner. Für euch ist das Schwert die Antwort auf alles. Ja. Ja, man kann für Ruhe sorgen, indem man alle Beteiligten tötet. Aber manchmal ist es besser, einfach nur zu reden. Ja, dann mach's doch selber. Wenn erhöhte Steuern an all dem schuld sind, wäre es nicht das Einfachste, sie zu senken? Weißt du nicht, dass sich die griechische Welt im Krieg befindet? Krieg ist teuer und Kydonia braucht eine Flotte und Armeen. Wir müssen uns noch verteidigen. Du hast deinen Befehlshaber Diokles erwähnt. Wer ist das? Kein Mann des Volkes, Söldner. Auf seinen Befehl hin üben die Wachen so viel Druck auf die Händler aus. Es ist furchtbar. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Tu, was du tun musst, um Ordnung zu schaffen. Aber pass auf. Einige wollen von diesen Unruhen profitieren. Wir zählen auf dich, Söldner. Jawohl, ich kläre das. Was soll das? Es geht um Gerechtigkeit. Das klingt für mich nicht nach Gerechtigkeit. Was geht es dich an? Das ist die Familie einer der Wachen, die uns verprügeln und schikanieren. Das haben sie verdient. Diese Steuererhöhung ist lächerlich. Sie quetschen den letzten Rest Leben aus uns raus. Wir müssen uns erheben und kämpfen. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Wir können darüber reden. Reden? Wir haben unsere Waren zerstört und uns verprügelt. Haben sie, ja. Und vielleicht sollten sie büßen. Aber diese Familie hat nichts getan. Das Kind hat nichts getan. Sie sind unschuldig. Aber sie brauchen eine Lektion. Sie müssen lernen, dass wir kein Freiwild sind. Aber doch nicht so. Sie haben dich bezahlt, oder? Du arbeitest für sie. Gut, wie du willst, Söldner. Der Frau und dem Kind wird nichts geschehen.
Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. Wir haben unsere eigenen Söldner. So. Eigene Söldner, dann schick mal rüber da deine Pissnelken. Kein Recht, uns hier festzuhalten. Das könnt ihr nicht machen. Was für eine scheiß Stadt ist das, wo die Wachen ihr eigenes Volk ausbeuten? Ganz einfach. Du zahlst keine Steuern, wir nehmen deine Waren. Und jetzt tritt zurück. Sonst was? Söldner, bitte, bring diese Idioten zur Vernunft. Wenn wir unsere Geschäfte nicht weiterführen dürfen, wird die ganze Wirtschaft Kydonias zusammenbrechen. Das geht dich nichts an, Söldner. So will es das Gesetz. Wenn sie ihre Waren abgeben, ist alles gut. Eure Gesetze sind falsch. Gesetze sind für Schwache. Die Menschen sollten frei leben. Diese Händler geben dir keine einzige Drachme. Das wirst du bereuen. Tötet den Söldner! Komm. Oh, da kommt ein Söldner. Scheiße, was hat denn der für ein Level? 35. Und noch einer, 32. Hey! Dein Tod ist... Kann nicht sein. Das ist dein Ende. Mann, das kann nicht sein. Ich hab doch gerade hier rumgedrückt, Mann. Scheiße. Jetzt lebt der 32er auch wieder. Ah.
Ich hoffe, der kommt auch in meine Richtung. Jawohl, kommt er. Wie, jetzt habe ich gegen den 32er verloren? Ne, ist der 35er. Kommt auch, verdammte Kacke. Mehr Konzentration schafft man das auch. So. Und so. Gut. Vielleicht habe ich ja was Nützliches bekommen. Oh, schön. Und einen neuen Helm. Oh, den kann ich noch nicht tragen. Gut. Da oben ist was. Oh, toll. Können wir auch gleich machen, die Burg. Zerstört hier alles! Sonst hält sich euch der Händler in den Weg. Was geht hier vor sich? Dieser Malakas muss Steuern zahlen wie jeder andere auch. Sonst zertrümmern wir jeden Topf auf der Agora. Das ist Diokles Befehl. Lasst den Händler in Ruhe. Ihr habt genug getan. Ha! Sehnst du dich etwa nach einer Tracht Prügel? Dann zertrümmern wir auch dich! Los! Geh weg! So sind wir dies! Keine Sorge! Ah!
Blöde Kuh. Noch eine. Minimal übertrieben. Autschen. Was ist dir passiert? Komm und triff deinen Tod. Vermisst du deinen kostbaren Edelsteine, Söldling? Triff mich auf dem Hof, südlich vom östlichen Bazar, wenn du sie zurückhaben willst. Sorge ansonsten dafür, dass meine Soldaten und ich dich nie wieder in Kytonia sehen. Anscheinend verweigert mir Befehlshaber Diokles meine Bezahlung. Gut, gehen wir hin, gib's aufs Maul, Penner. Oh, hier ist ein Söldner. Inventar. Schüchen. Ach, die sind gleich. Aber ich glaube, die sind schöner. Nehmen wir die. So, da sind die Kultisten. Ach, da wollten wir rüber, genau. Wollten uns ja noch unsere Bezahlung holen. Und du musst Diokles sein. Das kommt dich teuer zu stehen. Aus Versehen den anderen getötet. Thank you.
Der hat sich doch eben geheilt, die Arschblase. Lerne dich zu kämpfen. Ein Schafhirte? Wenigstens hatte der Befehlshaber meine Edelsteine bei sich. Man sollte nie zwischen einem Söldner und seiner Bezahlung stehen. Das ist Fakt. So. Holen wir uns den Turm hier noch, denn dann können wir gleich Schnellreise hinmachen. Können wir nämlich gleich kurz zu dem Burgding da unten gehen? Wobei, die Kultisten sind hier. So, ich komme. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Zwei Schätze. Und ein Befehlshaber, wo ist der? Da ist er. Schön. Legt euch nicht mit mir ab. War ja easy. Gut, danke, Ikarus. Kultistenspeer. Runter.
wir zahlen mal kurz. Wobei, einer ist hier bei uns. Wie ist im Kopfgeld? Nicht sein. Tod bestätigen. Tod bestätigen. So, schön. Ordentlich was bekommen. Waffenschaden wird zu Giftschaden. Achso, kann ich noch nicht. Kultistenstab haben wir auch gekriegt. Gut. Neue Mütze. Ui. Ui. Neue Fähigkeiten. Maximal Adrenalin nur Stufe 4 von 6. Wo steht denn nochmal, wie viel ich brauche? Das kann ich schon verbessern wieder. Erhöhte Kriegsschaden um, ja. Söldner, ich glaube, wir haben jetzt gut welche geholt, ne? Oh, wieder so eine Catcher-Transe.
Kultisten. Gut. Habt ihr gesehen, die Ader am Arm? Guck mal, wie schön das hier gemacht ist mit dieser Ader. Adern. Naja. Gärtchen. Da ist der Stier. Wollen wir das mal kurz zahlen? Bop. Ach ja, hier ist auch noch einer. Sag das nochmal. Da gehen wir als nächstes hin, denn dann können wir schnellreise hier rüber machen. Und haben dann so praktisch diesen Bereich hier schon. Dann können wir hier hinten weitermachen, also hier. Da war ja auch noch was. Jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Wir werden sehen. Alles klar, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.